für die musikalische Einstimmung und Ihnen allen herzlich willkommen bei den Liberalen hier auf dem Markt in Aachen. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich. Mein Name ist Wulf Papst. Ich darf Sie durch die Veranstaltung heute hier führen. Ich möchte zunächst auch stellvertretend noch einige Ehrengäste begrüßen. Bei uns sind heute die Abgeordneten des Deutschen Bundestages, Gabi Molitor und Petra Müller. Herzlich willkommen. Abgeordneter des Nordrhein-Westfälischen Landtages und unser ehemaliger Innenminister hier in Nordrhein-Westfalen, Dr. Ingo Wolf. Herzlich willkommen. Und wir freuen uns ganz besonders, dass wir auch einige internationale Gäste haben, nämlich von unseren belgischen und niederländischen Nachbarn. Und da möchte ich zunächst Herrn Alexander Wiesen begrüßen. Wo ist er? Hier vorne. Herzlich willkommen, Herr Alexander Wiesen, der Parlamentspräsident der deutschsprachigen Gemeinschaft in Eupen und unser liberaler Freund von der belgischen PFF. Ich begrüße auch ganz herzlich Herrn Joost van den Akker, der zu uns gekommen ist von der niederländischen WWD, dort Fraktionsvorsitzender der WWD im Provinzparlament in Limburg. Und Herr van den Akker wird auch ein kurzes Grußwort noch an Sie richten. Sehr geehrter Herr Landesvorsitzender, Mitglieder des Bundestags und Landtags, meine Damen und Herren, liberale Freunde. Es ist für mich als Fraktionsvorsitzender der VVD Limburg eine große Ehre, Sie hier in Aachen begrüßen zu dürfen. Die Provinz Limburg grenzt ja mehr an Deutschland als an den Niederlanden. Und deshalb sind wir als mehr als je abhängig von Wirtschaftswachstum jenseits der Grenze. Wenn die Industrie wächst in Deutschland, führt das bei uns unmittelbar zu höheren Exporten, Investitionen, Verbrauchervertrauen und mehr Jobs. Ich habe hier an der RWTH als Magisterstudent Europastudien erfahren, wie erforderlich eine liberale Wirtschaftspolitik und Wettbewerbspolitik über den Grenzen hinaus ist, um langjähriges Wachstum zu sichern. Die Freiheit des Einzelnen wird deshalb auch nur geschaffen, wenn Liberalen die Grenzhindernisse überwinden. Für Unternehmer, Verbraucher, Studierenden und Touristen. Eine engere Zusammenarbeit ist notwendig im Rahmen der Infrastruktur. Also keine Pkw-Maut, schnellere ICE-Verbindungen von Aachen nach Eindhoven und Maastricht und von Venlo nach Düsseldorf. Oder im Rahmen der Wirtschaft. Der erneute Steuervertrag der Ihrer Regierung, würde ich sagen zu Herrn Minister Westerwelle, der jetzt noch im Auto fährt, ich aus dem Ausland komme, würde ich sagen, dass dieser Steuervertrag letztendlich unterzeichnet worden ist. Und die gemeinsame Kabinettssitzung der deutsch-niederländischen Regierung in Kleve letzter Mai war ein wichtiger Schritt, um unsere beidseitige Beziehung zu intensivieren. Ein bisschen in die Zeit zurück. Das Ergebnis der Freien Demokraten 2009 war für uns in Holland das Signal, dass der Liberalismus erneute Chancen hat und die VVD auf 2010 die Parlamentswahl gewinnen konnte. Und dieser Optimismus müssen wir jetzt fortsetzen, meine Damen und Herren. Ein schwarz-gelbes Deutschland als wichtigster Bündnispartner für uns in Europa ist unentbehrlich, um die Schuldenkrise zu überwinden, ohne die Bürger mehr zu belasten. Wir können nur gemeinsam die Unabhängigkeit der EZB verteidigen, die vereinbarten Stabilitätsregeln verwirklichen und die Eurobonds verhindern. Wie Winston Churchill damals schon sagte, Liberalen fassen den Stier an den Hörnern, Sozialisten fassen die Kuh gleich ans Euer. Dieser Weg der Entschuldung, der Entlastung kann europaweit nur mit ein liberales Deutschland erfolgreich abgelegt werden. Das geht ja nur mit euch. Viel Erfolg in der letzten Wahlkampfetappe und herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you.